Ich bin Moritz und bin 8 Jahre alt und mag sehr gerne Dinosaurier. Ich will gerne so Dinosaurierknochen finden, wie aus der Zeit, wo die Dinosaurier gelebt haben. Bis man erstmal so eine Höhle findet, wo noch Dinosaurierknochen drin ist, das dauert, glaube ich, schon sehr lange. Lisa und Roland Pöschel haben zwar keine Höhle, aber einen Steinbruch in Bayern im Süden von Deutschland. Hallo, ich bin die Lisa. Ich bin der Moritz. Die Steine hier sind vor etwa 150 Millionen Jahren, also zur Zeit der Dinosaurier, entstanden. Damals war hier überall Meerwasser. Also das hat man jetzt schon alles hier gefunden. Also ein Amonett, Fische, Pflanzen oder Krebse. Am häufigsten findet man hier Ammoniten. Lisa zeigt, wie sie vermutlich ausgesehen haben. Sie lebten im Meer und hatten einen weichen Körper, der in einem festen, spiralförmigen Gehäuse steckte. Es gab sie schon lange vor den Dinosauriern, bis in die Zeit, in der auch die Dinos ausgestorben sind. Heute leben noch Verwandte der Ammoniten, die Tintenfische. Nun möchte Moritz aber selbst in den Steinbruch. So nennt man ein Gebiet, wo Steine herausgelöst und abtransportiert werden. Vielleicht jetzt als erstes eine Schutzbrille und die Handschuhe. Und dann brauchst du einen Hammer. Okay. Und den Meißel. Okay. Ja. So, und Lisa, setzt da eine Schutzbrille auf. Danke. Gehen wir auf Schatzsuche. Da haben wir zum Beispiel einen Pleurosaurus, der gehört zur Gattung von den Brückenechsen. Nicht alle Tiere, die einen Namen mit Saurus am Ende haben, waren Dinosaurier. Die Brückenechse war keiner. Saurus bedeutet einfach nur Echse. Kann ich den auch hier finden? Jeder hat die Chance, dass er so einen Pleurosaurus oder einen Fisch oder einen Archaeopteryx irgend sowas findet. Jetzt noch Schutzhandschuhe anziehen, denn die Steine haben scharfe Kanten. Also, jetzt knie ich dich einfach mal so hin und nehme ich da so eine Platte, den Meißel in die Mitte setzen und dann mit deinem Hammer oben auf den Meißel draufhauen. Zur Zeit der Dinosaurier lagerte sich im Meer hier Schlamm am Boden ab und es bildete sich ein feines Gestein, das man Plattenkalk nennt. Die Steine liegen wie schmale Platten aufeinander. Später haben die Menschen diese Steinplatten entdeckt und aus dem Boden geholt. Die Platten werden als Fliesen für Wände und Fußböden benutzt. Beim Abbau hat man von Anfang an versteinerte Überreste von Tieren und Pflanzen aus der Zeit der Dinosaurier gefunden. Lisa, weißt du, was das hier ist? Das ist ein Stück vom Ammonit. Also hier ist der Anfang und dann geht ihr das so rein. Die Überreste, die Moritz und Lisa finden, nennt man Fossilien. Das Wort Fossil kommt vom lateinischen fodere und bedeutet übersetzt ausgraben. Ui, guck mal. Da ist ein großer Ammonit. Hier müssen zwei drauf sein. Hier ist einer und da ist einer. Und hier ist nochmal einer. Und ihr zwei, habt ihr schon was gefunden? Ja. Dann bringe ich euch mal eine Platte. Macht mal die auseinander, die Platte. Oh, ist allein. So. Ui. Das schaut aus wie ein Aquarium. Ja. Also schau her. Da haben wir einen Fisch gefunden. Siehst du den? Ui. Das ist der Fischkopf und hier läuft die Wirbelsäule. So, nach unserem tollen Fund gehen wir jetzt mal aufwärmen und jeder kriegt einen Tee. Dinosaurier wurden in der Gegend bisher nur zwei gefunden. Das liegt daran, dass hier ein Meer war und Dinosaurier auf dem Land lebten. Ich bin nicht traurig, dass ich kein Dino gefunden habe. Am besten hat mir gefallen, dass wir überhaupt was gefunden haben und dass es Spaß gemacht hat. Hat dir das Video gefallen? Mehr davon gibt's auf unserem YouTube-Kanal und auf clixmix.de findest du noch viele weitere Videos, Audios und Spiele. Schau doch mal rein.